Nicht machst du dich fertig. Oh Mann, ey. Au, hör auf damit! Oh, ich kann den nicht so gut spielen. Bam. Bam. Was ist das denn? Mist! Habe ich nicht getroffen. Bam! Nimm das! Ich merke gerade, ich habe eine neue Kombination entdeckt, die ich vorher nicht so wirklich benutzt habe. Indem man einfach R1 mit Dreieck macht. Also zuerst Dreieck-Angriffe und dann Dreieck R1 Angriffe sozusagen. Ah, ich hab nicht Geld. Mit Fernkampfschüssen. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ja, komm her. Nach nichts. Au. Boah, jetzt habe ich hier echt Glück gehabt, muss ich sagen. Der hat mich fast getroffen, ey, das war ganz schön knapp. So, jetzt komme ich, du Bastard. Ja, komm her, komm her. Ah, Mist, ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Gucken wir mal nach. Au, au, au. Okay, irgendwie habe ich ihn, glaube ich, getroffen. So, hast du davon. Fernkampfkill. Bam. Fernkampfkill, jawohl. So. Hätten wir das auch erledigt, sehr gut. Bla bla bla. Das ist ja eben nur ein Flashback, also was soll's. Ah, verflixt. Du bist ein Kind, du sollst dich auch so benehmen. Also, was ist los? Irgendwie bin ich von meinem Freund getrennt worden, er ist gone. Du hast dich also doch verlaufen. Sei nicht traurig, spiel mal hiermit, das muntert dich auf. Boah, voll der Wahn. Woher hast du dieses ferngesteuerte Spielzeug? Das habe ich selbst gebaut. So was kann ich mit verbundenen Augen machen. Fantastisch, ich sag... Hey, sag mal, willst du mein Meister sein? Irgendwie denke ich, dass es nicht sehr sinnvoll ist, einfach so durch die Gegend zu laufen, bis ich irgendwann auf Gon stoße. Hm, klar, ich denke, das wäre wohl möglich. Aber ich glaube nicht, dass du mich für lau als Meister kriegst.
Du musst schon dafür arbeiten. Und nenn mich nicht einfach nur Meister. Ich heiße Kanji Kyuruzu. Alles klar, Meister. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Okay, jetzt haben wir den Flashback auch noch gesehen. Ach, so ist es also. Eine merkwürdige Verbindung. Naja, mir wird nie langweilig. Es gibt noch so viel mehr, worin ich unterrichtet werden möchte. Sowas, das hier worüber ist, kannst du doch zurückkehren, oder? Meister Rübe wird bestimmt auf dich warten. Da hast du vermutlich recht. Gut, dann ziehen wir mal weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich wette, der steckt voller starker Kämpfe. Ich kann es kaum erwarten, da reinzugehen. Wenn mich irgendjemand von euch aufhalten will, räume ich ihn aus dem Weg. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Drücke Viereck, um die Kanone abzufeuern. Halte Viereck gedrückt, um zu prüfen, ob deine Kanonenkugeln landen. Du ziehst mit dem linken Stick und mit dem Richtungstasten. Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Kann ich jetzt andere Schiffe so platt machen? Es klappt sogar. Boah, jetzt sind wir sogar schneller als vorher. Nice. So, gute Sache. So, jetzt haben wir die Kanone. Jetzt können wir zu dieser Ebene. Und was ist los? Hä? Was ist los? Warum bewegt sich das Schiff denn nicht mehr? Ich habe es nicht angehalten. Die Maschine läuft noch. Die Segel lehnen sich im Wind. Was ist los? Warum haben wir angehalten? Oh Mann. Hier ist Gefahr im Verzug. Ihr müsst jetzt sofort handeln. Was? Ach man, lass mich doch mal in Ruhe. Keine Sorge, ich bin nicht in feindlicher Absicht hier. Vertraut mir. Wieso? Du hast doch uns angegriffen. Wie könnten wir dir da noch ein einziges Wort glauben? What the fuck? Was ist denn bei dem? Ja, die Aufstellung. Ah ne, falsch. Falsch. Das passt. Ich muss nochmal mit Killua ein bisschen üben. Aber der hat sicher gut drauf. Ah, jetzt kommt. Was macht der da? Ich glaube, der wird mir mit dem Ding. Boah, nice, die Kombi. Boah, Alter, ich kann das schon genommen. Oh Gott! Damn, das war's mit dir. Gleich nochmal. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Boah, genau ausgewichen. Nice. So, und gleich Zeit für die Ulti. Gleich die Ulti hinterher. Ja, jawohl. Oh, gleich zwei Ultis auf ihn drauf, das wäre echt heftig. Bäh,
Scheiße. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ja, toll, hast es verkackt. Jetzt kill ich dich ab so. Mein Gott. So, zack, Mann. Ich wollte eigentlich noch meine Ulti machen, aber hat er mich aufgehalten, der Wichser. Verdammt. Na egal, wir haben es erledigt mit diesem Bastardo. So. Hä, wieso wird er jetzt nicht als... Hat er keine eigenen Stats oder was? Moment, es muss ja wohl einen Grund geben, weshalb du unser Schiff angegriffen hast. Also raus mit der Sprache. Ich heiße Maizuko Nuono. Ihr könnt mich aber Nope nennen. Es ist nicht der richtige Zeit für eine lange Erklärung. Vertraut mir einfach, ihr müsst hier weg, bevor es zu spät ist. Zeit zu sterben! Ja, was ist denn jetzt los? Ah, sterbt. What the fuck? Hey, passt doch auf, yay. Tatsumi, was ist denn in euch gefahren? Eure Freunde sind von bösen Geistern besessen. Wir müssen hier weg, schnell, wir können im Moment nichts für sie tun. Moment, wenn das ein Holo ist... Wenn das ein Holo ist, kann ich ein Konto machen. Es hat keinen Zweck. Das hier könnt ihr noch nicht verstehen. Ich erkläre es euch später, aber jetzt müsst ihr mir vertrauen. Nein, ich kann sie nicht einfach so zurücklassen. Ichigo, das musst du aber. Alles andere ist zu gefährlich. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Yay, Tatsumi, bleibt da und wartet auf uns. Wir werden zu euch zurückkommen, versprochen. Oh Mann, das ist scheiße. Was geht denn hier eigentlich ab? What the fuck? Es tut mir leid, wäre ich stärker, hätte ich deine Freunde von den bösen Geistern bewahren können. Es war die Energie dieser Geister, die euer Schiff gestoppt hat. Leider habe ich nicht alles da, was für einen Exorzismus notwendig wäre. Könntest du mir da helfen, Ichigo? Ich habe den spirituellen Druck dieser bösen Geister gar nicht bemerkt. Ich bin also auch verantwortlich für das, was da passiert ist. Ich werde alles tun, um Hiei und Tatsumi zu retten. Gut, als erstes müssen wir einen heiligen Rosenkranz finden. Diese Objekte tragen unglaublich viel Geistenergie in sich. Okay. Die Dämonenhand, deren Kraft vereint mit dem heiligen Rosenkranz. So können wir Tatsumi und Hiei vielleicht retten. Ja, wir müssen schleunigst einen heiligen Rosenkranz finden. What the fuck, Alter. Och man, da bewegt man sich einmal ein bisschen in der Gegend und dann sowas. Oh man, das finde ich ein bisschen kacke. Ich habe den eigentlich gern gespielt. Aber wir haben dafür jemand anders. Gut, probieren wir den hier mal aus. So. Mal gucken, was der so drauf hat. どうやら君はプロのアサシンのようですね。早速抜き打ちテストをしましょうか。じゃあ死んだ方が負けでいいの。それでは除霊を始めるぞ。 Okay. Aber wenn er ein Gegner ist, dann wird der auf die Fresse bekommen, ganz einfach. Oh Mann, boah, Alter. Shit, der geht ja richtig ab. Na, ach Mist, okay.
Au, 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 au. Oh, komm hierher. Oh, Herrgott, nochmal, komm her. Boah, nice. Gerade aufgehalten und dann noch ins Gesicht bekommen. Ach, Mist. Lol, was ist das denn? Boah, shit. Der hat auch richtig gut Schaden gemacht. So. Ja, Hilfe, los. Aktivieren. Ich muss hier... Also, ich will hier die Ulti ausprobieren. Das muss auch mal sein. So, komm. Yeah, komm. Mach Ace. Boah, wie viel Schaden das gemacht hat. Shit. Gleich nochmal. Boah, dann kriegen wir Ace sogar noch klein. So. Komm, 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 komm. Triff ihn, triff ihn. Yes. Tschüss. Bam, das war's. Ah, yes. Gut geblockt. Fokus auf Vegeta, komm. Autsch. Bam! Aber man muss die Zeit lang ungestört sein, glaube ich. What the fuck? Aha. Oh, von der Seite ist das schon nicht. Egal. Au. Bam und tschüss. Boah, wieder mal Hilfscharakter hat ihn festgehalten. Und dann macht Kyllua halt noch den letzten Angriff. Sehr schön. So, das hätten wir auch erledigt. Oh man, jetzt kriegen die anderen gar keine Erfahrung mehr. Nur Ichigo, das ist so unnötig. Moment. Moment, aber ich muss das doch sicher irgendwie einstellen können. Ich glaube nicht, dass nur die Anfangscharaktere Erfahrung bekommen. Das glaube ich nicht. Charaktere. Es gibt irgendwie wie zwei Stufen. So, what the fuck? Wieso gibt es... Kann man hier nicht welche mitnehmen sozusagen? Das finde ich komisch. Gut, ich speichere jetzt nochmal. Obwohl, verdammt, hat ja vorhin schon gespeichert, oder? So, ich mache nochmal eine kurze Pause. Gut, dann sieht man sich gleich wieder.